Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich bin heute wieder da mit einem neuen Thema. Wir hatten letztes Mal über die Entrückung gesprochen und dann die Gemeinschaft mit Yeshua Mashiach. Und wir hatten gesagt, also, dass die Gemeinschaft also mit Yeshua Mashiach entscheidend ist für die Entrückung. Und heute möchte ich das also fortsetzen. Ihr wisst, dass der Herr bald kommt. Er kommt wieder zurück. In Johannes Kapitel 14 sagt der Herr, ich gehe und bereite euch einen Platz. Und wenn ich fertig bin, komme ich wieder und werde ich meine Gemeinde holen. Bevor ich weitermache, möchte ich also kurz beten. Yeshua Mashiach, danke Herr für deine Liebe. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke für deine Gnade, Herr Yeshua Mashiach, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Du bist in den Tod gegangen, zurückgekommen für uns, Yeshua. Danke Herr für diesen Sieg. Mit dir sind wir Sieger und mit dir werden wir es also schaffen. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen. Heute bin ich wieder da mit einem sehr wichtigen Thema. Es geht um diese Zeit, also was wir gerade erleben, die Gemeinde in diesem Zeitalter. Es ist lang, also was ich da lesen werde. Das ist in Matthäus Kapitel 24. Das sind die Geschichte, also kennt jeder, also viele Christen kennen die Geschichte. Aber ich möchte das Thema heute bringen. Mein Herz also tut also richtig weh und wenn wir alle uns nicht vorbereiten, dann wird es also richtig hart für uns sein. Es betrifft also alle Christen, es betrifft alle Menschen, die ganze Menschheit. Gerade was wir erleben in dieser Welt, also mit diesem Coronavirus oder Covid-19, wir erleben so viele Sachen, also die letzten Jahre haben wir so viel gesehen. Viele sind gestorben, viele Katastrophen, Hungersnote, so viele Sachen, die uns sagen, dass wir wirklich also am Ende sind. In Matthäus also 24, ab Vers 1 lese ich: Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf den anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns. Aber bevor ich also weiter diesen Vers 3 lese, ihr müsst also hier wissen, die Brüder, also die Jünger Yeshua Mashiach kamen zu ihm und die hatten also diese Gebäude, diese Tempel Salomon in Jerusalem. Die haben das gesehen und die waren so, die fanden das also so schön. Wow, diese Gebäude, das ist also das Stolz, also Stolz von Israel, Stolz also von diesem Volk, Stolz also von Jerusalem. Aber Yeshua sagte, ja, es ist schön, aber wisst ihr was, also kein, also die, einfach, er sagte einfach, dieses Gebäude, diese Tempel also wird zerstört. Und natürlich ist das passiert, also wenn man so die Geschichte schaut, Jerusalem wurde angegriffen, ein paar Jahre danach angegriffen und dieses Tempel wurde komplett zerstört.
was wir heute sehen, wenn man also heute nach Jerusalem fliegt, sieht man bloß also einen Teil von diesem Gebäude, also von dieser Mauer. Es wurde komplett zerstört. Aber die Jünger, als Joshua das also erzählt hatte, er war draußen, die Bibel sagt ganz genau, da gab es also viele Leute. Aber Joshua, also in Vers 3 sehen wir also die Jünger, die zu Joshua gekommen sind, zu Jesus gekommen sind. Und die wollten genau wissen, wann. Lesen wir. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen. Also die sind allein zu ihm gekommen und wollten und haben also mit ihm allein geredet. Das heißt, das ist also ein Zeichen, also dass diese Beziehung, diese persönliche Beziehung, man erfährt Sachen, wenn man allein auch mit dem Herrn ist. Also die sind, Vers 3, ich lese weiter. Sage uns, wann wird das sein? Die wollten wissen, wann wird das überhaupt passieren? Wann wird das überhaupt, dieses Gebäude, diese Tempel also abgerissen? Wann werden also diese Steine zu Steinen also irgendwie abgerissen werden? Sagen sie noch, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Wow. Lieber Geschwister, schaut genau diese Frage, liest genau diese Frage. Die Jünger, die haben nicht mal also nach viele Zeichen gefragt. Die haben nur das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung dieses Zeitalters. Ein Zeichen seiner Ankunft. Was ist das Zeichen also deiner Ankunft? Die wollten einfach wissen, wann kommst du wieder? Du hast uns also in Kapitel 14, in Johannes Kapitel 14, also lesen wir, dass Joshua sagte, ich gehe und dann komme ich wieder. Und jetzt fragen sie, was ist das Zeichen? Was ist überhaupt das Zeichen dieser Ankunft? Und dann stellen sie noch eine so wichtige Frage. Noch einen Punkt haben sie dazu. Das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Wow. Die haben nicht also nach so viele Zeichen gefragt. Nur ein. Das Zeichen deiner Ankunft. Und Joshua gab also eine Antwort. Er sagte, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass niemand verführe. So hat er das angefangen. Also, lieber Geschwister, dieses Thema ist mir so wichtig. Es ist für uns alle Christen also so wichtig. Wir dürfen das nicht verpassen. Weil er sagt, die Frage ist also das Zeichen deiner Ankunft. Er sagte, ich gehe. Ich bereite euch also einen Platz. Ich bereite euch also Wohnungen. Wenn ich fertig bin, komme ich wieder und werde euch mit mir nehmen. Ich nehme euch mit. Ich werde euch entrückt. Ich nehme euch mit und ich hole euch ab. Und dann werdet ihr also mit mir sein. Diese Ankunft, diese Wiederankunft also von Joshua Mashiach wird sich also in zwei Arten passieren. Er kommt erstmal und holt seine Gemeinde. Und dann passiert noch etwas. Weil hier sagen sie, das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung
des Zeitalters. In andere Bibel, also in andere Übersetzungen, Vollendung des Zeitalters, also wird oft als das Ende der Welt übersetzt. Aber dieser Begriff, also Zeitalter hier auf Griechisch, bedeutet Aion. Aion hat die Bedeutung also von Ende ein bestimmtes Period, Ende ein Zeitalter, Ende ein bestimmtes, also ein etabliertes System. Ein System regiert, es hat also eine bestimmte Periode. Und hier das Ende dieses Systems, dieses etablierte System, das ist genau, was sie gerade gefragt hatten. Die sagten, wann wird das Ende dieses Zeitalter überhaupt? Wann wird es? Wann kommst du und wann bringst du das Ganze zu Ende? Wow! Aber diese Antwort von Joshua Mashiach, das soll uns, wir sollen die Ohren aufmachen, also unsere geistlichen Ohren aufmachen und unsere Gesinnung richtig schärfen. Er sagt einfach, lasst euch nicht verführen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet also in diesem etablierten System, in diesem Zeitalter, die Aion bedeutet hier, die Verführung wird regieren, die Irre führen, die falsche Lehren. Das ist genau, was passiert in diesem Zeitalter. In 2. Korinther Kapitel 4 spricht also von dem Boss, der Chef, derjenige, der über diese Zeitalter regiert. In 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 3, da steht, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott diese Welt, oder das ist genau dieser Begriff Aion. In anderer Übersetzung steht, der Gott diese Zeitalter den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wow, 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 wow. Liebe Geschwister, das heißt, es gibt einen Gott, ein sogenannter Elohim in diesem Zeitalter, der regiert. Er regiert so mächtig, dass er die Leute verblendet, damit die Menschen das Evangelium des Lichtes also nicht annehmen können. Und das ist genau, was der Herr Joshua Mashiach als Antwort gab. Er sagte ganz klar in Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Niemand verführe. Das heißt, was ist die Verführung? Die Verführung gegenüber das Wort Gottes. Gegenüber dem Wort Gottes, dass die Menschen die Wahrheit nicht mehr folgen. Dass die Menschen diese wahre Nahrung, diese richtige Nahrung nicht mehr nehmen. Dass die Menschen in einen Schlaf fallen. Die Gemeinden, viele Leute, viele sogenannte christliche Gemeinden werden auch verführt. Hier steht, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das heißt, in dieser Zeit werden viele falsche Lehrer geben. Also er sagt es, viele falsche Lehrer. Die Leute werden verführt. Weil wir genau in diesem Zeitalter, wo der Gott, dieser Zeitalter, der Meister der Verführung herrscht. Er hatte das also mit Adam und Eva geschafft.
im Garten Eden. Er hat sie verführt. Er hat sie was gezeigt. Und hat das Wort Gottes verdreht. Und das ist genau, was heute passiert. Das ist der Grund, warum wir sagen, zurück zum Wort. Zurück zu Jeshua Mashiach. Lasst euch nicht also von euren Überlieferungen, also die Traditionen von euren Gemeinden, von Pastoren, von alles, lasst euch nicht von solchen Sachen verführen. Schaut in dem Wort. Was sagt Jeshua Mashiach? Aber was sieht man also heute? Falsche Lehre. Ich lese weiter. Die haben gesagt, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Die wollten wissen, wann kommst du wieder? Wann holst du uns wieder? Und was ist das Ende überhaupt, also diese Zeitalter? Diese Zeitalter, wo der Gott der Verführung herrscht. Wann ist das? Wann bringst du das zu Ende? Und dann sagte unser Herr weiter, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Das erleben wir. Seit Joshua entrückt wurde, im Himmel gegangen ist, bis heute sind so viele Kriege passiert, so viele Toten hat gegeben. Und Vers 7, denn es wird sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreichen gegen Königreichen. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und diese ganze Zeiten haben sich also so verstärkt und vermehrt die letzten Jahre. Vers 8, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Das ist genau, was gerade passiert. Du als Christ, geh mal auf die Straße. Geh mal auf die Straße und fängt an zu sagen, Homosexualität ist eine Sünde. Dann wirst du mal sehen, also wie die Leute reagiert werden. Ja. Sag das. Wir leben genau in dieser Zeit. Ja, es gab da so Verfolgungen, also die Christen wurden verfolgt, getötet und. Wir in diesem Zeitalter haben sogar vergessen, die wahre Definition von Christsein. Alle denken, also viele, zum Beispiel also Deutschland, hier in Deutschland, ja, Deutschland ist also ein christliches Land. Sind die Deutschen Christ? Es gibt Christen hier. Aber Christ nach Definition oder Christ nach Tradition? Ich hatte schon mal so eine kurze Lehre über diesen Unterschied. Christ nach Tradition oder nach Definition? Weil die Definition also von einem Christ, das ist jemand, der Jeshua Mashiach folgt. Er hat Jeshua, Jesus Christus, als Vorbild. Jeshua ist da vorne und er läuft ihm nach. Er tut seine Wille. Er läuft nach seinem Wort. Er tut sein Wort. Er hat sein Wort angenommen und lebt wie Jeshua. Er ist das Zeugnis, also dieses Zeugnis, das Jeshua Mashiach seine Lehre gegeben hatte. In der Bibel also sieht man, dass also dieser Begriff Christ ist entstanden, nachdem die Leute in Antiochia die Jünger beobachtet hatten, wie sie gelebt hatten. Und so ist dieser Begriff Christen entstanden. Ja, christliches Land, aber leben die Leute hier wie Christen? Wie in der Bibel? Die Definition ist, stirbt langsam. Das ist aber Teil von dieser Verführung. Dass die Menschen nicht mehr das Christentum oder diese feste Beziehung also mit Jeshua, mit Jesus Christus sehen, sondern diese Konfession, also man gehört zu irgendeiner Gruppe, gehört also zu einer Konfession und ich bin katholisch, ich bin das, ich habe also einen Pass oder ich habe
Das steht also irgendwo drin geschrieben, ich habe meine Kommunion genommen und. Das macht niemand Christ. Ein Christ ist jemand, der Yeshua Mashiach als Herr angenommen hat und der nach seinem Wort lebt. Nicht, weil du als Kind also getauft wurde. Das ist die Verführung dieses Zeitalters. Man hat euch gesagt, ja, lässt dich also taufen und. Die Leute lassen sich also taufen und haben keine Beziehung mit Yeshua Mashiach. Gar keinen. Viele hören, ja, wenn du deine Steuer für die Gemeinde, für die Kirche oder sowas zahlst, okay, passt es. Das sind die Verführungen dieser Zeitalter. Einige denken, weil sie die 10%, also von den Einkommen, also in die Gemeinde geben und so, das passt, das ist super, alles ist also okay mit dem Herrn. Das sind die Verführungen dieser Zeitalter. Du kannst so viel Geld geben, du kannst so viel, aber solange du keine Beziehung mit dem Herrn hast, solange du nicht Yeshua Mashiach folgst, bist du verloren. Das sind diese ganzen Verführungen. Ja, Sonntag gehst du in die Kirche, jeden Sonntag die Leute kleiden sich also so schön, schicke Kleidungen und. Nein, der Herr muss mich also am Sonntag so schön sehen. Deswegen gibt es also diesen Begriff Sonntagskleidungen. Die sind so schick, sehen so fromm aus, gehen in dieses Gebäude und glauben, okay, weil sie da drin sind, ist alles mit dem Herrn in Ordnung. Falsch! Heuchelei! Das sind genau diese Verführungen dieser Zeitalter. Und wenn man dort ist, nimmt man also ein Stück Brot oder keine Ahnung und nennt das, also das Leib, also Christi, ich habe gerade das Leib Christi gegessen, ich trinke also irgendwas, ein bisschen Traubensaft und dann, ja, ich habe gerade das Blut Jesu Christi also getrunken. Die Verführung dieser Zeitarten, weil die ganzen Dinge, die haben nicht mit dem Wort Yeshua Mashiach zu tun, mit dem Wort Gottes zu tun. Die Bibel sagt, es war einmal, die haben richtig gegessen, nicht dieses kleine Stück Brot. Man nimmt das so fromm und läuft so komisch, ja, und dann, okay, wenn ich das esse, dann bin ich also gereinigt. Nein, du kannst das so oft essen, wie du willst. Dein Bauch kann so groß, riesig werden. Es ist egal, aber solange du dein Herz Yeshua Mashiach nicht gegeben hast, wird es nicht klappen. Was sind diese Verführungen? Diese sagen, macht A, B, C, D und. Dann ist alles in Ordnung. Nein. Yeshua will dein Herz. Yeshua will dich also verändern. Das sind diese ganzen Verführungen, die wir heutzutage erleben. Ich bin so. Unsere Gemeinde hat diesen Namen. Unsere Gemeinde hat diesen Namen. So viele Namen und jeder ist stolz, an bestimmte Gruppe zu gehören und laufen so stolz, ich bin Menokwa oder ich bin was, keine Ahnung und so viele Namen. Aber Yeshua Mashiach kommt und holt seine Gemeinde. Lasst euch nicht verführen. Also in Vers 10, er sagt, und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Falsche Propheten, Männer, die stehen da und sagen, ich bin ein Priester, ich bin ein Prophet, ich bin ein Pfarrer, ich bin ein Pastor und lehren und geben falsche Lehre. Falsche Lehre. Es gibt so viele, diese Wohlstandprediger überhaupt, die haben so ein komisches Evangelium gebracht, wo die Leute, die Geld geben, werden gesegnet. Ja, natürlich. Das stimmt also in der Bibel, dass man gesegnet wird.
Aber wenn dein Herz, du kannst so viel Geld geben, also in 1. Korinther Kapitel 13, der Herr spricht dort also von der Liebe. Sogar wenn ich mein Geld, sogar wenn ich so viel gewinne, ich die Liebe des Herrn nicht in meinem Herz habe, habe ich nichts getan. Und diese Liebe ist Yeshua Mashiach. Wohlstandprediger, die predigen immer über Glaube, über Abraham. Der Abraham war so, oh, gib Zehnte, oh, das sind diese ganzen Verführungen. Oh, wenn der Herr uns also diese Gnade gibt, werden wir jede einzelne Verführung vielleicht also zeigen. Diese ganze Verführung. Weil der Herr, der Gott dieses Zeitalter, ein Verführer ist. Und viele Gemeinden, viele sind einfach reingefallen. Aber der Herr sagt, komm zurück. Komm zurück. Und viele, und Vers 12, und weil der Gesetzlosigkeiten überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Aber wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Halleluja. Ich möchte noch einen Punkt. Also, er sagt, Vers 6, ihr werdet aber können, hier geht es also um Kriege, seht zu, und dann in Vers 7, denn es wird sich Nationen gegen Nationen erheben, genau, und Königreichen gegen Königreichen, und es werden Hungersnote, ich hätte das also fast vergessen. Hungersnoten und Erdbeben da und dort sein. In Lukas Kapitel 21 spricht man auch von Seuche, Epidemie, Krankheiten, alles. Das ist genau, was wir gerade erleben. Genau, was wir erleben. Diese ganzen Erschütterungen, die wir in dieser Zeit erleben. Diese ganzen Sachen, diese Zeichen zeigen uns also, dass wir am Ende dieses Zeitalter sind. Und der Herr sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also Yeshua Mashiach wird in zwei Phasen kommen. Er kommt erstmal und holt seine Gemeinde. Und dann geht er so zurück, holt seine Gemeinde. Und dann, es ging hier, die haben das Zeichen von Ankunft und Zeichen also von Ende des Zeitalters. Also das heißt, er wird auch das Ende dieses Zeitalters bringen. Halleluja. Ich wollte euch also heute zeigen, liebe Geschwister, dass wir wirklich am Ende dieses Zeitalters sind. Aber bevor das also zu Ende kommt, gibt es ein Ereignis davor. Die Bibel sagt, dass davor werden wir erstmal die Entrückung erleben. Also wenn wir diese ganzen Zeichen sehen, alles was wir da gelesen haben, wir haben 2020, also dieses Jahr hat das so mit so vielen Toten auf dieser Welt angefangen. Hungersnote gibt es auch, Seuchen gibt es, Epidemie. Es gibt so viele Leute, die vom Hungern sterben. Katastrophen haben wir erlebt. Habt ihr gesehen, wie in Australien so viel Busch, so viel Wald, also Wälder so verbrannt haben? In Amazonas auch haben wir das also letztes Jahr erlebt. So viele Erdbeben, so viele Toten durch Katastrophen. Hungersnoten, es wird immer mehr und immer mehr.
Mit diesem Covid-19 haben wir auch noch viele Sachen erlebt. Okay, es mag sein, es wurde im Labor gemacht oder falsch oder wie so viele Leute gerade sagen, aber die Tatsache ist, wir haben alle diese Ausgangssperre erlebt. Die Tatsache ist, es gibt die Krise. Tatsache ist, habt ihr nicht gesehen, wie laufen jetzt so mit Masken? Das ist überall auf dieser ganzen Welt. Überall. Wir sind am Ende, liebe Geschwister. Deswegen muss sich die Gemeinde vorbereiten. Jehoshua Mashiach kommt. Bevor das Ende dieses Zeitalters soll erstmal die Entrückung entstehen. Die Entrückung ist so nah. Wir werden wahrscheinlich also die Generation, die das also erleben wird. Ich weiß nicht genau wann, aber alle Zeichen sind da. Weil das Ende dieser Zeitalter kommt. Die Verführungen sind da. Schaut mal, schaut um. Sie sind immer da gewesen. Nachdem Jehoshua das gesagt hat. In 1. Johannes, also spricht man also von Anti-Maschia, Antichristus. Und er sagt sogar, es gibt viele Antichristen jetzt. Viele. Aber der Herr, ach, danke Herr, der Herr hat mir gerade so einen Vers gegeben, das ist in Galater Kapitel 1. Danke, Heiliger Geist. Und dann will ich da enden. In Galater Kapitel 1, von 1 bis 4 lese ich, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Halleluja! Hier steht, damit er uns ausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und dieser Begriff Welt hier ist also wieder den Begriff also Aion auf Griechisch. Das sagt also ein etabliertes System, dieses Zeitalter. Also Jehoshua Mashiach holt uns raus aus diesem Zeitalter. Deswegen sagt er lässt uns also in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von diesem Zeitalter. Wir können doch nicht also leben genauso wie die Leute hier in dieser Welt. In Kolosser, oh Halleluja, in Kolosser Kapitel 3 sagt er uns, ab Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Halleluja. Es gibt so viele Verführungen heutzutage. So viele. Aber die Kinder des Herrn, die Kinder Jehoshua Mashiach, wir sollen uns nicht verführen lassen, nicht von diesen ganzen Sachen da ablenken lassen. Wir sollen tief ins Gebet gehen, uns mehr an Jehoshua Mashiach nähern, mehr die Zeit also verbringen mit dem Herrn, sein Wort tun. Wenn wir keine Kraft haben, aber die Bibel sagt, also wer mit dem Herrn ist,
wer mit dem Herrn seine Kraft wird, wenn also erneut, der Herr erneut uns, wenn wir in dieser Beziehung also mit ihm bleiben, bekommen wir die Kraft. Lieber Geschwister, wir hatten letztes Mal also von der Entrückung gesprochen. Ja, die Entrückung kommt. Die Entrückung kommt. Und die Bibel sagt uns gerade, wir haben das gerade gelesen in Matthäus 24. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Die große Rettung kommt. Unser Herr kommt und holt seine Gemeinde. Mein Bruder, meine Schwester, schaut nicht mehr nach links oder nach rechts. Oh, meine Schwester haben das gesagt, oder meine Frau oder mein Mann oder. Nee, sucht erstmal die Beziehung mit dem Herrn. Betet, fastet, verbringt die Zeit mit ihm. Und nur so bekommen wir Kraft, für andere zu beten, Fürbitte zu machen. Bekommen wir Kraft, sein Wort zu tun. Yeshua Mashiach segne uns alle. Dieses Thema ist so wichtig. Es ist so entscheidend. Sogar ich, weil ich das so predige, heißt das also, dass ich besser bin. Nein. Ich muss auch aufpassen. Auch in dem Wort bleiben. Es ist schön, immer zurück zum Wort zu sagen, Aber ich muss auch selber weitergehen, ausharren. Wir sind alle in diesem Boot, liebe Geschwister. Wir sollen alle ausharren. Ich segne euch im Namen Yeshua Mashiach. Das Ende dieses Zeitalters ist nah. Alle Zeichen sind da. Diese Zeichen sagen uns, dass der Herr Yeshua Mashiach kommt. Er kommt bald wieder. Die Entrückung ist so nah, liebe Geschwister. Die Zeit ist gekommen, dass wir die Ablenkungen einfach beiseite lassen und uns für diese Wiederankunft von unser Herr vorbereiten. Wie eine Braut, die sich schminkt und vorbereitet, macht sich schön wie sein Herr. Nicht vergessen, die Bibel sagt, er holt eine Gemeinde ohne Flecken, tadellos. Diese Gemeinde, die eine Gemeinschaft mit ihm hat. Diese Gemeinde hat keinen Namen, wie man hier sieht. Diese Gemeinde ist voll mit Menschen, die eine feste Beziehung mit ihm haben. Die nach seinem Wort leben. Die für ihn leben. Nicht für ihre Gruppenzugehörigkeit, aber nur für ihn, Yeshua Mashiach, leben. Ich segne euch im Namen Yeshua Mashiach. Amen.